Willkommen. Gott, ey, es geht schon wieder los. Retro-Spiele aller Welt. Der hat gesessen. Willkommen zu Painkiller. Heaven's Got a Hitman und so ein Scheiß. Also Painkiller. Willkommen zu Painkiller. Let's play Painkiller. Oder für die deutschsprachigen Fans, lasst uns Painkiller spielen und so ein Kack. Ja, wir unterwarten schicke 25 Minuten jeweils das Spiel. Und wir fangen natürlich sofort an. Extrem einfacher Modus für Anfänger, schlaflos empfohlener Standardschwierigkeitsgrad und Albtraum für erfahrene Spieler und Trauma. Schalten Sie 23 Tarotkarten frei. Wir machen natürlich schlaflos, damit es eine kleine Herausforderung wird. Es ist ein etwas älteres Spiel, also weiß nicht genau wie alt, aber mein Vater hat das früher gespielt. Ich habe zugeguckt und mich dann halt vor Angst unter das Bett verkrochen, weil die Grafik war damals wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe schon reingeguckt, also so ein bisschen, um also sehen, wie ob das Spiel funktioniert, und die Grafik finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So ein bisschen wie Unreal Tournament 1999, also. Ja, wir sehen den Typi, der streckt die Frau ein, und naja, und dann fahren sie halt los. Das ist besonders interessant für mich, denn ich mache ja Fahrschule. Okay, das war jetzt unnötig, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Okay. Hoffentlich ist nicht so viel Verkehr. Der Tisch ist für 8 Uhr reserviert. Weintraube! Einfach unglaublich, wie das schüttet. Ein tolles Wetter, um meinen Geburtstag zu feiern. Das bisschen Regen ist doch egal. Außerdem haben wir es auch gleich geschafft. Bei Regen darf man nicht so schnell fahren. Das habe ich schon gelernt. Ich glaube mindestens 60 oder 50? 30? Nein, 60. Was? Schau mir die Augen. Seht ihr, man soll sich auch beim Autofahren nicht ablenken lassen. Boah, Weintrauben sind lecker. Besonders die in Kärnten. Painkiller! Der Schmerzenstöter. Auf Deutsch klingt irgendwie alles scheiße. Weintraube. Hier, nimm das. Was ist das? Lucius Malfoy? Das sind die, die du töten sollst. 4 Kerle? Das ist alles? Ich soll nur diese 4 Kerle erleben? Hier, töte diese Menschen. 4? Okay. Dann komme ich hier raus und kann sie endlich wiedersehen? Ja, aber dieser Rat einen Haken. Die 4 sind Generäle in Lucifers Armee. Sie sind überaus mächtig und werden von niederen Dämonen beschützt. Das erledige ich mit Links. Aber wieso hat das so lange gedauert? Was habe ich falsch gemacht? Frag ihn, was ich getan habe. Und frag ihn, wieso ich diese Chance kriege. Ist er jetzt im Himmel oder was? Ich soll ihm nur dieses Angebot machen. Und das ist alles. Er hat seine Gründe. Und die muss er nicht erklären oder rechtfertigen. Ist Lucius böse oder so? Du bist rein, geläutet. Und ein freier Mann. Ich war rein? Du sagst es. Aber keine weiteren Debatten. Tu es, und du bist frei und wieder vereint mit deiner Kessel. Du wurdest ausgewählt wegen deiner Fähigkeiten. Du hast immerhin so lange überlebt, und das ist beeindruckend. Das unterscheidet dich nämlich von den anderen. Und er ist der Ansicht, dass nur du dieser Aufgabe gewachsen bist. Wieso erledigt er es nicht selbst? Wieso schickt er nicht dich? Wenn er sich einmischt, werden uns unsere Feinde früher, als wir es erwarten, angreifen. Und das müssen wir verhindern. Koste es, was es soll. Ich hasse lange Videosequenzen. Wir glauben, dass sie bald zuschlagen. Und er möchte, dass du sie auffällst, bevor sie es tun. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Du musst dich öffnen. Töte die Generäle und Lucifers Armeen ziehen sich zurück. Ich hab ein Radiergummi geworfen und eine kleine Mücke abgeschossen. Da, die lebt immer noch. Weiß ich nicht, wann wir uns wiedersehen. Komm her, komm her, komm her. Eine Weile bist du ja schon hier und willst bestimmt wieder weg. Raus ist mein Ohr, du blöd Vieh. Deine Zeit ist gekommen. Du solltest sie nutzen. Okay. Die war vollgesaugt. Scheiß Mücken. Brauchst du Waffen? Ich habe bis heute überlebt, oder?
Ich weiß, wo ich Waffen bekomme. Gut. Dies wird helfen. Trink es. Es hilft zu überleben. Nimm die Alkohol! Richte dich nach der Karte und vernichte alles, was deinen Weg kreuzt oder sich bewegt. Du musst aber schnell sein. Du musst die Generäle töten, bevor sie ihren Angriff starten. Wir sehen uns bald. Das sieht aus wie Lucius Malfoy. Stimmt ihr mir zu? Jetzt ist schlecht. Wieso war das denn? Okay. Ich bin gleich wieder da. Meine Mutter möchte mir was zeigen. Ich weiß, das ist peinlich. Ich bin gleich wieder da. Willkommen zurück zu Let's Play Painkiller. Falsch. Ich hab da bloß die Aufnahme gestoppt. So. Level 2 gesperrt. Level 1, Level 2. Oh Gott. Also gut. Kapitel 1, Friedhof. Oh, wozu ist der rote Knopf gut? Ich verstehe. Wir starten den Terror. Schneller, Mann, mach hin! Oh. Ja, also die Grafik ist gar nicht so mies, aber ich habe mir doch so ein kleines Intro gewünscht. Oh nee, nicht schon wieder wie bei Nightmare, dass die Lampe ständig ausgeht und flackert. Oh, Muni. Ah, das scheint mir eine Shotgun zu sein. Alles klar. Oh, Musik. Das ist Skelettkrieger? Wie altmodisch. Oh mein Gott. Boom! Ach, das ist geil. Boom! Bam! Das hat mir mein Vater gezeigt. Ja, ja. Könnt ihr gerne haben. Kommt doch her. Wieso bluten eigentlich Skelette? Hier kommt alle in die Hölle. Ich mag das Spiel jetzt schon. Jones. Oh mein Gott, Jones ist tot. Müssen wir ein bisschen mit der Steuerung hier vertraut machen? Whee! Komm zurück! Dankeschön. So. Wow, yeah. Ich fühle mich voll entlasert. Wieso klappt das nicht? Oh, so geil! Flieg, mein Kleiner, flieg! Oh, da kommt keiner mehr. Die hat ein Schwert, ich hab was Cooleres. Geht er da? Oh, das ist geil. Das ist hässlich. Erinnert mich an meine Lehrerin. So. Ist das eigentlich krank, dass ich dieses Kreiseln richtig schön interessant finde? Im Sinne von... Boom, stirbt jetzt!
treffen sollte gekonnt sein, ne? Oh, das flattert! Ah, hier muss ich eine Schnelltaste für das Ding. Spart ein bisschen Munition. Ich mag das Spiel jetzt schon. Pure sinnlose Ballerei. Im Gegensatz zu dieser puren sinnlosen Ballerei ist es lustiger als 4-3. Ach ja, wir müssen auf 4-3 zurückkommen. Kann ich gleich mal ansagen. 4-3, so wie Alice McGee's Alice. Oh Gott, ist das ein scheiß Name. Werde ich abbrechen, glaube ich. Werde ich, glaube ich, auf meinen Kanal nehmen, weil die Spiele scheiße langweilig sind. Ja, einige sind natürlich anderer Meinung als ich. Einige denken vielleicht, oh mein Gott, 4-3 ist so geil, du bist so ein blöder Stümper, du bist einfach zu bekloppt, das Spiel spielen zu können. Ich denke mal, das ist der Grund. Und du bist zu jung dafür. Ich denke mal, du hast einfach bloß Angst davor. Und, ja, sicher. Ich denke mal, alle stimmen zu, wenn ich sage, 4-2 und 4-1 waren tausende Punkte besser als 4-3. Und 4-3 ist langweilig, weil es eigentlich nur noch Ballerei ist. Aber wie es zu dieser Ballerei ist, weiß ich nicht. Die Ballerei ist lustiger. Ich muss den Fall hinterher. Jedenfalls American McGee's Alice und 4-3 werde ich abbrechen, weil es macht echt keinen Spaß mehr, es ist langweilig hier geworden. Ich werde mich jetzt auf neue Projekte konzentrieren. Ich mache jetzt hier neben Painkiller, habe ich vor, Bioshock 2 zu installieren. Mirror's Edge will ich noch spielen und dann habe ich mir noch Silent Hill Homecoming überlegt. Ich mache sie alles so nebenbei, ich werde noch keinen Stress machen, ich warte hier einfach immer, wenn ich Lust habe, wenn ich spiele. Und wenn meine Freundin nicht gerade Herr der Ringe online mit mir spielen wollen! Wieso verschwinde ich an die Munition? Hier kommt alle in die Hände! Was zur Hölle? Toll. Mama, zieh dir was an! Okay. Alles klar. Mach ich denn? Alles klar, danke schön, Mama. Mama, machst du die Tür zu, bitte? Okay, wo waren wir jetzt? Okay. Ach, da hinten. Die ist so hässlich. Die sieht mit den Füßen aus wie so ein Hobbit. Wow. Die Viecher werden immer fieser. Oh, schön, die Säcke. Wir sollen hier einfach ein Schild haben. Die Säcke haben ein Schild. Die Säcke haben ein Schild. Das sägt mich ein. Ich komme gleich. Irgendwie hab ich halt keine Ruhe. Gott, ich muss hier kurz wieder Pause machen, es gibt Essen. Wir sehen uns gleich wieder. Zurück zu Let's Play Painkiller Part 1. Das wird vielleicht ein etwas härteres Let's Play. Und da sind wir wieder. Zurück zu Painkiller. Gott, die Säge ist laut. Oh, ich kann fliegen. So, den Fall entgegen und weiter geht's. Wer macht die Tür ständig zu? What the fuck? Stirb! Wow. Yeah.
Die ist hässlich. Keine Ahnung, ich muss das einfach tun. Oh Mann, ey. Ich bin krank, ich weiß. Oh, fuck. Das ist unfair, wieso habt ihr ein Schild? Yeah! Ich bin heißer als ein heißer Junikäfer mit einem feuernden Arsch oder so ähnlich. Oh yeah! Ich mach die Viecher so nass, ey. Was war das denn? Ach, eine Rüstung. Ist hier hinter noch interessantes? Nein. Hab ich da gerade eine Witch gehört? Das war so unheimlich. Warte. I'm fucking Malaysia! Oder so. Hat mir das jetzt gebracht? Hier habe ich das Gefühl, ich laufe im Kreis. Wow. Die laufen, die können laufen! Scheiße, die rennen! Die Digga rennen! Ah! What the fuck? Verpisst euch! Verschwindet! Verschwindet! Flieg, mein Freund, flieg! Oh, Halleluja! Halt still, verdammt! Yeah. Rest in pieces. Oh, die Musik ist so harmonisch. Die Musik ist so richtig schön harmonisch. Die Viecher respawn. Was soll macht der denn da? Das ist aber gerade gesehen! Was war das denn für eine seltsame Pirouette? Ich glaube, ich weiß schon, was ich jetzt zum ersten Tag 2012 machen werde. Und dann schrei ich Happy New Year! Und Happy Weltuntergang, ihr verfickten Viecher! Na, machst du abhängen? Oh no! Was soll das? Das ist schön! Was soll das? Das ist...
zur Hölle. Wie habe ich das gemacht? Man weiß es nicht. Verschlungene Seelen. Cool. Ja, sicher. Sie haben eine neue Tarotkarte freigeschaltet. Ausdauer. Sie allein 50% des Schadens. Cool. Kapitel wählen. Atrium. Was war ein Atrium? Atrium kommt mir so bekannt vor. Aber egal. Zum Tarotbrett. So, wir haben jetzt hier das bekommen. Ich wollte die nicht kaufen. Ich wollte mal gucken, was das ist. Sie allein 15% des Schadens, Rückerstattung 50. Ach, ich mach's einfach. Keine Ahnung, was das heißt. Letzten Endes kriege ich vielleicht 50% mehr Schaden als sonst. Was bringt mir das? So. Das sind 22 Minuten bereits. Und wir machen bis 30 Minuten, weil es lustig ist. Scheiße. Es gibt echt 5 Kapitel? Ich hab keinen Bock mehr. Und weiter. Meine Haare sind nass. Mann, mach hinne! Ich will Painkiller spielen! Mach hinne! Wie bin ich hierher gekommen? Gettige Geld regiert die Welt. Regiert die Welt. Oh. Gut, gehen wir mal ein bisschen knacken. Wer macht die Türen ständig zu? Oh, geil, Bier. Ich will Bier. Die. Das ist wirklich die Hölle. Oh Mann. Was zur Hölle? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Der Tod? Oder Henker? Oder was auch immer das darstellen soll? Wow! Oh fuck. Yeah! Alter, wie die Teile durch die Gegend fliegen. Ich fühle mich schon wie Da Vinci, so wie ich die Dinge auseinandernehme. Wow. Rest klingen! Wer noch Munition, wenn man sowas hat? Noch einer? Na, wer will noch was, ne? Ich hab genug für euch alle. War das hier nicht explosiv? Ich hab bisher Explosivteile. Das Bleie müsst ihr hier. Ja.
Yeah! Woo. Ey, wer von den 16-Jährigen fertig gemacht, das ist nicht peinlich. Au, das war dumm. Das war dumm. Hätte vielleicht nicht um die Explosivdinger rangehen sollen. Geld. Ich bin reich. Ich werde mir am besten einen neuen Sockensatz kaufen. Ich geh's mal da lang. Vielleicht gibt's ja noch was Interessantes. Yep, Truhen. Was war das jetzt? Munition für eine Waffe, die ich nicht habe. Noch nicht. Ein bisschen unheimlich hier. Alter! Zecke, die werfen schon mit Äxten. Wow, what the f... What the f... Was zur Hölle? Der Spruch passt, was zur Hölle. Weil wir sind hier in der Hölle und... Naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr kommt alle in die Hölle! Alter, geht das ab! Ihr habt Äxte, ich hab ne Sense! Oh yeah! Wozu brauche ich eine Shotgun, wenn ich das Ding habe? Für Uncut! Oh Gott, ich bin ein Nisterie! Noch mehr? Gut. So sieht's doch aus, Leute. Ja, ich bin so dumm. Das war doch keine Shotgun-Muni, oder? Jetzt werden sie lustig. Jetzt denken sie langsam mit, weil sie wissen, ich bin gar nicht so ungefährlich. Ja. Immer den Pfeil lang, ne? Ach, da unten. Ich muss mich entschuldigen, aber das Ding ist so hammer geil. Ganz ruhig, ich will bloß Geld haben, ne? Mehr nicht, du. Nur Geld. Wow, Mann! Kann ich sein, ich bin gleich tot. Ah, da hinten ist er zum Heilen. Heilung, 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 Heilung. Ah, Gegner, 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 Gegner! Da, da kommen immer größere Viecher. Ich bin grün, warum bin ich grün?
wissen es gar nicht, was abgeht. Geh mein Ding wieder. Scheiße. Gegner-Typ Ding. Wow. Ich genieße es jedenfalls. Ich kann also meinen Gedanken kaputt machen. Ich bin nur sprüh-knall-bumpen. Jetzt bin ich langsam. Und jetzt bist du tot. Also ich muss zugeben, das war jetzt ziemlich cool. Ja. Moment, ich werde angerufen. Okay, Leute, wir machen jetzt schon ein bisschen zu lange, würde ich sagen. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wir machen jetzt beim nächsten Speicherpunkt erstmal Schluss. Aber ich habe keinen Bock, den Scheiß jetzt gleich nochmal zu machen. So, da hinten ist ein Speicherpunkt, dann machen wir gleich mal Schluss. Tipp, tap, Schritt, tap, Schritt, tap, tipp, tap, Schritt, tap. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Painkiller. Ich merke schon, das wird ein geiles Projekt.